Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So, wir werden jetzt erstmal die Quests machen. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen gebaut, Felder sind auch bearbeitet. Ich hoffe nur, das gute Mobbit ist leer. Ich weiß es nicht. Da war ich ja schon so lange nicht mehr drauf, dass ich da ganz vergessen habe reinzugucken. Ah ja, gut. Das bisschen schadet jetzt auch nicht. Haben wir Munindos alles dabei? Ersten zwei müsste reichen. Die Quest geht in diese Richtung. Ich glaube, so weit weg ist die gar nicht. Ich glaube, das war im Snebium oder so. Müssen wir gleich mal gucken. Aber 1,4 Kilometer sind nun nicht viel. Die Schmieden da unten haben genug Holz, dass sie weiterarbeiten können. Das ist auch noch lange nicht voll. Ist das wirklich... Ja, es ist Team Schneebium. Er will mich hier quer durch die Pampa. Gut, das wäre der kürzeste Weg. Hier den kleinen Weg lang und dann da rechts ab. Wäre ich der kürzeste Weg. Gut, den fahren wir da mal schnell hin. So, da ist sie doch. Die schöne, gute... Gut, der Eingang ist vorne. Ich weiß, wir wollen hier schon drin. Dort ist nichts Neues. Da ist ja auch das Kolosseum. Oder was rennt hier denn rum, sie mehr? Wieso rennen hier so viele Lurchis auf einmal? Bleib bloß, wo du bist, Mensch. Hab keine Schrotze, finde ich ja nicht. Aber gut. Das hat aber auch einen Vorteil. Wir können hier mit Glück... Ja, wir waren hier definitiv schon. Vielleicht noch ein paar Schemsiebchen finden. Ich will mal kurz gucken. Sind meine Waffen auch nicht nachgeladen? Die auf jeden Fall. Die auch. Gut. Nehmen wir die Quiz an. Den Schemsüppchen brauchen wir dringend, weil die fünf, die wir haben, bleibt da hinten. So. Habe nicht wirklich was. Kommen wir nicht weit mit. Okay, ich mach mal kurz die Schotten dicht, weil da wir noch kein Crucible haben, muss ich hier Leute das Blei mitnehmen. Auch wenn vielleicht nur ein, zwei Blei rauskommen, ist es besser als null Blei. Ah, guck, da haben wir ja schon ein Blei. Wäre allerdings nicht zu empfehlen, da funktionieren denn Automaten. Ich glaube, das haben die meisten von euch schon festgestellt. Das wird leicht elektrisieren. Da ist er da schon wieder, er hat mich gehört. Hasse die Viecher, ohne Schrotze. Aber dein Fleisch nehme ich gerne mit, Lurchi. Wunderbar. Mich wundert es ja, dass ich hier nichts aufgeweckt habe, aber okay. Okay, soll mir recht sein. Schießpulver ist natürlich immer gut. Durst kann man gleich trinken, da kommt schon wieder was. Doch, jetzt geht's wieder los. Jetzt geht's hier echt wieder los. Das hört sich doch an wie noch ein Lurchi. Jo, ist auch einer. Dich nehme mit. Dich nehme ebenfalls mit. Jo. Ich glaube, ich darf eh gleich auslernen hier. Ja. Manchmal ist hier auch ein Zombie drin, aber anscheinend nicht immer. Jo, gut. Verbinde wieder jede Menge Einstecken. Ah, da lohnt sich aber auch nicht wirklich der Verkauf. Den mache ich mal zu Eisen, das ist momentan wertvoller. Ehrlich gesagt, müsste ich leider eigentlich auch die hier mitnehmen. Da haben wir auch noch etwas Mangel dran. So. Wie sieht's denn aus? Ah, ja, gut, noch kriege ich ein bisschen mit. Der auch da vor der Tür, oder was? Wer wo ist er? Nö. Kriegen wir alles schon hin. So, nun wart doch mal auf, mein Freund. Genau. Ah, hier. Das ist Direktor Klappstuhl. Ja, Klappstuhl vom Feinsten. Finde nicht mal den Weg, du. Gut, die haben wir beide schon. Da ist noch ein guter Tresor. Hier ist oben. Die können wir zerlegen. Das ist eine Glücksbrille. Die nehmen wir mal mit. Ich glaube, wir haben hier auch gleich Hochbesuch. Da knüppelt er rum, ne? Oder? Ja, ich glaube ja. Warte mal.
Dich zerlegen wir einmal. Die nehmen wir einmal. So, geht nicht. Okay. Ach, Junge. Trab on, Mensch. Bist du doof, die Tür zu finden? Geh doch. Ja, nun steh auf, Junge, Mensch. Stell dir nicht so an, das ist nur ein bisschen Feuer, Mensch. Da kann jeder ab. So, die lassen wir mal stehen. Sicher ist sicher. Boah, hier doch noch nicht fertig, Mensch. Ob ich Lockpicks mit, gerade mal 15. Nee, das, warte mal, das machen wir anders. So, nehmen wir das gute Stück und wohnen uns hier einmal rein. Geht auch schneller als diese ständig abbrechenden Dinger da. Wow. Ja, aber den Stein kannst du haben. Ich bin beeindruckt, du. Ich bin beeindruckt. Super brauchbar. So, haben wir hier noch irgendwas Brauchbares drin? Verscheinlich eher nicht. Ne. Gut, ja, was haben wir hier? Eine Skibrille mit Beweglichkeit weg. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Haben wir noch nicht. Und hier? Ah, gut. Stoff kann man aber eigentlich auch nie genug haben. Wenn man es mal ganz genau nimmt. Halt mich, mein Freund. Du kommst gleich dran. Ah, sag mal, du Missvehikel, wo kommst du denn her? Dich, von dir wohnt die Rede. Dich will ich nicht. Dich genauso wenig. Abflug. Mensch. Das wird echt so, dass ich mal noch an. Da ist auch schon wieder Gustav, Mensch. Halbi. Ich muss dich mal kurz besäutigen. Ach, jetzt reißt, Mensch, komm rein, Junge. Du lebst doch noch. Jetzt nicht mehr. Tür zu, Mensch. Ist hier jetzt Ruhe im Gelände. Tut mir leid, Holbi. Aber ich war leicht in Eile. Da ist mir der Knüppel ausgerutscht. Kommt nicht wieder vor. Bläu nehme ich jetzt auch nicht unbedingt mit. Irgendwo ist hier nochmal noch was. Auf jeden Fall nicht hier. Gut, dir kommt mit. Haben wir hier noch irgendwas Brauchbares? Jo, Messing kommt mit. Bücherregale alle leer. Schade eigentlich, schade. Hm? Sag mal, geht's dir gut oder was? Was fällt dir hier ein, Mensch? Klopf doch an wie jeder normale Mensch. Man kommt doch nicht durchs Fenster. Gut, die werde ich jetzt auch mal ausnahmsweise zerlegen. Die Schule ist zu groß dafür, dass ich hier alles mitnehme. Definitiv. Was ist ja schlimm hier. Oh, meine Schorten dicht. Gehen wir gleich rein. Was ist denn nun schon wieder? Keine Ahnung, wo kloppt er schon wieder rum? Hier oder was? Keine Ahnung. Oh, hier ist ja ständig Holligalli. Da, ne? Jo. Zum Glück war das die Viech zu doof, hier außen rumzulaufen. Okay, aber das ist jetzt nicht so droge. Stehen wir zwei neue hin. Zack, zack, passt das. Sehr schön. Oh, zumindest gibt es nebenbei ein bisschen Fleisch, ne? So, ich war hierbei. Wo haben wir denn hier noch so Schönes? Ah, ja, gut, weg. Immerhin kriegen wir auch ein bisschen Eisen. Wir müssen ja auch noch die Räume hier durch. So ist das nicht. Wo ist noch Messing? Kriege ich das Wort noch mit? Ja. Gut.
Erstmal die Bücherregole. Haben wir schon. Und hier haben wir beide noch nichts. Sehr schön. Lucky Luke Band 1. Du weißt, wo du suchen musst. Kannst du fast überall Geld finden. Finde mehr Dukes in Beute. Sehr schön. Immer noch nicht voll? Nachtfischer, niemand wird es kommen sehen. Bögen verursachen nass 10% mehr Schaden. Einfach auch nicht wirklich. Und immer noch kein Buch voll, ne? Noch nicht eine einzige Buchreihe. Okay, okay. Aber gut. Tor nochmal rum. Komm, hier ist doch bestimmt noch jemand, oder? Nicht? Nicht. Websen. Oh, da kommt schon wieder Besuch. Kaffeepulver los, ich jetzt mal hier kommt immer Besuch. Aussehen los. Thunfisch kommt mit. Der kommt mit. Ist der schon drin, oder was? Ich mach mal lieber die Schoten dicht. Man weiß ja nie, ne? Tatsächlich. Wie schnell die hier reinkommen, ne? Ist ja richtig was los heute, du. Geht dort, war es hier schon wieder. Aber, warte mal, die kommen zerlegen, die kommen zerlegen. Und bevor wir jetzt hochgehen, gehen wir einmal. Entschuldigung, mein Herr. Tut mir leid, kommt nicht wieder vor. Konnte ich ja nicht wissen, dass sie dazwischen kleben. Zum Mobbit würde ich sagen. Einmal ausleeren. Hatte ich den? Ja. Boah, so viel Zeug muss ich jetzt aus sein. Man, so viel Besuch, wie wir hier jetzt in der Zwischenzeit schon hatten, müsste ja eigentlich mal der halbe Schneebiom jetzt ausgerottet sein hier, ne? Aber das glaube ich nicht. Hier spawnt ja immer wieder neu. So, alles drin, was ich behalten wollte. Die Stühle sowieso. Die ganzen vier Bände brauche ich ja nur auch nicht jetzt einstecken. Halt, den einen Nitrat aber auch nicht. So, da drin, da drin, da drin. Waffenteile sowieso. Stoll ist recht und jetzt ist schon wieder voll. Da irgendwas drin, was wir jetzt nicht zwangsläufig brauchen? Eigentlich brauchen wir alles davon. Ah ja, gut, kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen ja nur auch nicht jeden Mist mitnehmen, ne? Juhu, den geht's jetzt hoch. Sehr schön, sehr schön. Hallo, kommt hier. Oh, Simon, das fettige Zuckerschnäuzchen. Und nochmal. Und nochmal. Der Mochi, du bleibst auch liegen. Genau. Ich will hier keiner. Und ihr könnt mir vielleicht mit Glück noch ein paar Bücher finden. Und dich, Fräulein. Guck mal, die schalten wir jetzt aus. Oder auch nicht. Mensch, Lady. Steck doch mal das Gesicht da durch. Hm? Die ist schon... leicht merkwürdig, die Gute. Sag mal. Hältst du jetzt mal still? Danke. Wollte ich ja schön den Kopf wegpusten und jetzt zappelt sie herum wie eine Irre. Leer. Und ja, ich weiß, es war Farbe drin. Ich zerleg's auch mit Farbe. Aber Farbe herstellen mit Öl und Chrysanthine geht einfach schneller. Und für was anderes bräuchte das Öl sowieso nicht. Also ich habe ehrlich gesagt noch nie Mullis oder so hergestellt, weil ich bis jetzt immer mehr als genug Mullis gefunden habe. So, das haben wir auch noch nicht. Bogenschieß von Ranger Band 2, Sprengpfeil. Nicht gerade ein Raketenwerfer, aber fürs Erste okay. Fertige Sprengpfeile und Sprengbolzen. Wunderbar, wunderbar. Was ist hier echt? Hier ist nur eins, also hier war mal mehr, du. Was haben wir aber auch noch nicht? Gefechte der Stadtbahn 4. Leise springen und landen zu lernen ist eine Grundlage des Häuserkampfs. Lerne und bleib am Leben. Wenn du schleichst, landest du immer geräuschlos. Außer du nimmst Schaden und die Sprunghöhe ist nicht reduziert. Gut, lehnen wir natürlich auch. Aber immer noch nichts voll. Ja,
zu doof zum Hüpfen, aber das kennen wir ja auch schon. Gut, den einmal hier lang. Sag mal, willst du mich jetzt? Echt, sag mal. Das kannst du auch keinem mehr erzählen, das ist ja schon peinlich mit. Ich vermiete mir in dem Punkt jeglichen Kommentar. So. Machen wir es ebenso. Schotendicht. Du machst einen Abflug. Genau. Wo ist der Rest? Da kommt Spinni um die Ecke. Zusammen mit Miss Hängeräugchen. Aua. Aua. Sag mal, Leute. Wartet ihr auch mal, bis ich hier genug Abstand hab? So geht das nicht. Ich wollte doch Muni sparen. So. Na toll, das war's jetzt mit Muni sparen. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Oh Mann, okay. Und das alles nur wegen diesem dämlichen Spinni. Habe ich das ganze Dach wach gemacht. So, ist jetzt hier Ruhe. Anscheinend. Gut. Schlimm, aber da wir eh so viele Verbinder einstecken haben, werde ich mal einen benutzen. Ne? Kommt hier selten vor. Gut. Wow. Habe ich zerlegen. Honig definitiv zerlegen. So, ich war hier doch noch gar nicht fertig, Mensch. Erstens, den würde ich gerne mitnehmen. Außer die Federn, die brauche ich nicht. Da ist noch was. Durch diese dämliche Spinne haut der ganze Knüppelkrampf nicht hingehauen. So, aber ich glaube, hier ist auch alles wach geworden, was hier um Rauch rumkraucht, ne? Ich werde ausnahmsweise mal die Dinger hier zerlegen. Vielleicht kommt ja ein Wiesle-Messing raus. Ist aber nicht immer der Fall. Oh, diesmal ja. Diesmal ja. Die mache ich mal zu äußern. Die Rohre kann man herstellen, wenn man sie braucht. Aber ich werde den Kühler jetzt nicht zerlegen. Das dauert mir zu lange. Da geht's gleich runter. Ich weiß, ich weiß. Den hier noch einmal drin. Ist hier noch jemand? Wundern würde es mich nicht. Nein. Gut. Ja, gut. Da wir den Kram eh schon im Mobbit haben, macht das da auch keinen Unterschied mehr. So, den wollen wir mal runter. Zack. Gut. Hier kommt doch sonst immer so ein Footballer um die Ecke. Diesmal nicht. Ich glaube, das war die Schelze, die wir von da erschossen haben, ne? Die sonst normalerweise hier steht. Jo, das kann sein, das kann sein. Jo, das war sie auch. Gut. Jo, die kommen jetzt allein, die Logbeaks. Den haben wir jetzt zumindest mal wieder 19. Nehmen wir mit. Und Jungs, kommt hier nicht wieder auf die Idee runterzufallen. Genau. Einmal du, einmal du. Ach, du bist hier rein? Du auch noch? Jetzt mach einen Abflug mit. Keiner will euch hier. Sonst darf ich sie wieder elendig lange suchen, wenn sie hier runterfallen. Crush nehmen und gehen nehmen. Vielleicht noch ein paar Schimmsüppchen. Das wäre nicht verkehrt. Oder Schemdosen, besser gesagt. Aber nö. Will er nicht. Ist ja typisch. Ja, leere Dosen finden wir jede Menge, jo. Gut, Gläser haben wir, glaube ich, auch so langsam mal so ein bisschen was auf Vorrat. Ich sollte vielleicht mal ein paar zu trüben Wasser oder zu Wasser verarbeiten. Das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das nehme ich doch gerne mit. Der Benner-Eintopf. Ich habe den Benner-Eintopf und der gleich im Doppelpack. Okay. Warte mal.
Oh Mann, Moment. Das muss ich roten Kalender anstreuen. So einen werde ich lernen. Definitiv. Dass ich das noch erleben darf. Und das Ding kriegt eine extra Kiste. Mit dem Schrein drumrum. Da kommt das rein. Das werde ich aufheben. Ja, dass ich das noch erleben darf. Echt. Habe ich jetzt hier alles? Ja. Der Pinner-Eintopf. Juhu. Yeah. Juhu. Na, das war das beste POI besser ever. Oh mein, die schotten dich hier, Mensch. Na, die soll auf. Okay. Das muss ich unbedingt gleich ins Mobbit bringen. Nicht, dass ich den aus Versehen lerne. Das wäre gar nicht gut. So. Sehr schön, sehr schön. Ich habe vergessen, dass die Zombies... So vom Siegestaumel geblendet, dass ich die Zombies vergessen habe. Wir sind hier immer welche. Mensch, Hordi. Stimmt ja, hier waren ja welche. Gerade so geblendet vom Siegestaumel. Oh ja, nehmen wir die mal mit, ne? Aber gut, da ist gleich noch Motoren drin. Haben wir hier noch irgendwas? Wir haben Hunger. Okay, dann zwiebel dir ein Schemsäppchen rollen, mein Freund. Du hast es dir verdient. Du hast endlich mal was geschafft. Oh, nehmen wir auch mit. Das ist leer, gut. Oh, auch schon wieder so viele Stühle. So, die nehmen wir mal aus dem Nenner. Da kommt Mode raus. Genau. Da haben wir eh nicht genug von. Und jetzt haben wir nach... Echt? Ich habe ganz vergessen, auf die Uhrzeit zu achten. Hier noch jemand? Hört zumindest keinen. Die zerschreddern wir mal, mein Freund. Ah ja, gut. Aber ich muss sowieso gleich nochmal zum Mobbit. Also da führt kein Weg dran vorbei. Hier ist niemand, oder? Nö. Aber hier ist noch ein gutes Bücherregal. Das muss mit. Haben wir schon... Das Dorf haben wir jetzt auch nicht so den Mangel, würde ich mal sagen. Ja, gut. Um von draußen auf wieder. Ich glaube, da kommt gerade eine Wanderhorde vorbei oder sowas. Hört sich kurz danach an. Gut, eins nur dem anderen. Da hier jetzt gleich richtig dick Holligalli ist. Das weiß ich nämlich. Man sieht leider auch keinen von den Herrschaften, ne? Müll. Lady. Hättest du nicht einfach liegen bleiben können? Da kommt aber noch was. Da kommt noch was. Ach, halbi Mensch. Du bist auch immer der Letzte, ne? Wirklich immer. Oh, Entschuldigung. Haben wir aus halbi Dreiviertel nie gemacht. Kommt nicht wieder vor. Wir haben hier definitiv eine Wanderhode. Die sich irgendwo gerade reinprügelt. Naja. Das muss auf jeden Fall mit. Muss ja eh gleich nochmal raus. Ich muss zum Mobbit. Da führt kein Weg dran vorbei. Eh ist mal schottendicht. Und wir nur mal sicher gehen hier. Ich glaube, wir haben jetzt auch nur noch questmäßig nur noch die Zombies beim Hauptloot. Was auch nochmal eine ganze Ecke sind. So mal nebenbei bemerkt. Das kannst du gleich trinken. Und leicht dunkel ist es hier auch. Weil Nitrat allein schon in einer Schulküche, das ist wahrscheinlich der Chemieraum oder so. So, nehmen wir mal mit.
Dort ist zumindest noch ein bisschen Eisen. Die können wir auch gleich trinken. So, dort wir noch. Ja, können wir so geschlossen mitnehmen. Du hast jetzt nicht unbedingt. Sehr schön. Gut, aber erstmal hier Lugi Lugi mehr. Ich glaube, die sind sogar stellenweise schon im Haus, oder? Im Gebäude. Hört sich zumindest so ein bisschen danach an. So. Oder die knüppeln hier auf irgendwelche Wände rum. Vorwärts, so kann man zerlegen. Dort ist nur auch kein Weltnacker. Ja, immer mit der Ruhe. Da knüppeln sie gegen, okay. Ich helfe euch mal. Stein, okay. Ach, Vehikel! Abflug! Was willst du denn hier? Oh, Luhut! Du die Einzige? Du hörtest dich ja schon wieder an wie 6 Mann, Mensch. Oh, ist ein bisschen viel zu trinken, ne? Dann nehmen wir mal mit. Das war anscheinend echt die Einzige. Gut. Na, den kann ich mich auch gleich hier durchkloppen, wenn wir hier eh schon ein Loch drin haben. Sie hat ja schon so schön vorgearbeitet. Kriegen wir auch relativ schnell weg. Den Horst hat alles. Wunderbar. Muss ja so oder so einmal zum Mobbit. Das hört sich echt an, schon wieder wie 10 Mann. Da vorne ist ein Stevie. Ich habe ihn gesehen. Gut, mehr kriege ich im Moment auch nicht rein, aber das ist schon mal etwas. Money-mäßig sieht es ein bisschen schlecht aus. Warte mal. Ah, gut, geht erstmal so. Ich muss nur aufpassen, dass ich morgen Penne eintopfe, nicht aus Versehen lehne. Das Ding wird in Ehren gehalten. Ne, sie war nicht die Einzige. Definitiv nicht. Gucken wir nochmal ins Klüchen. Die werde ich jetzt zerlegen. Dort brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ah gut, den einen Nagel, den kannst du auch zerschreddern. Bisschen trübes Wasser vielleicht? Jo. So. Oh, den Herrschaften wissen wir ja eh. Oh. Das ist die Hauptnutgrubbe. Da würde ich gerne noch einmal reingucken. Sehr schön, sehr schön. Da noch einmal, da noch einmal. Wunderbar, wunderbar. Ich habe keine Ahnung, wo die alle sind. Ich habe nur halt gerade ein bisschen Angst, dass sie mir in den Rücken fallen. Das wäre natürlich sehr doof. Ist auch so kaputt, ja? So, den habe ich auf jeden Fall. Die sind jeweils ganz in der Nähe. Im vollautomatischen Feuermodus hast du mit jedem Treffer eine höhere Chance, deine Gegner niederzustrecken. Sehr schön. Die sind oben, ne? Ne, das kann ja nicht. Wo knüppeln die sich denn rein, Semmer? Ich habe keine Ahnung. Da oben kann er nicht sein. Hier ist auch nur... Oh. Hier irgendwo, oder was? Ups. Klingt fast danach, ne? Sind die sich da irgendwo durchprügeln? Oh, die Schotten dicht hier. Da! Sieh mal einer an! Aus ist Stevie! Auch schon wieder Krach wie 10 Mann, Mensch. Hier dich da hinten sehe ich doch. Warte mal. Du kommst da eh gleich.
So, trab an, Junge. Ich bin hier. Genau. Sehr schön. Da tiebeln aber noch mehr rum. Oh, Mann. Das doch nicht nochmal. Ah, der Mord, das haben wir gleich. Die knüppeln mir hier alles kaputt. Da ich den Automaten da auseinandernehmen will. Keine Ahnung, wo der jetzt hier schon wieder ist. Ist zumindest nicht mehr zu hören. Okay. Hier ist echt dauerhaft Holligalli. Mego jetzt. Ich gehe das Risiko ein, dass sie mir von hinten kommen. Ich nehme den Automaten auseinander. Und da ist er wieder. Oder sie. Keine Ahnung von wo, aber irgendwo ist er. Irgendwo ist er auf jeden Fall. Gut. Renn hier. Schorten dicht. Ja, dieser etwas merkwürdige Duschraum mit direkt dem Lehrerzimmer daneben. Das Thema ist ja so eine Sache. Vor allen Dingen direkt mit dem Fenster in die Duschen. Dieser Lehrer hier, der muss schon ein sehr, sehr großer Lustmolch gewesen sein. Hab ich so ein Ding überhaupt an? Ich glaube nicht, ne? Doch. Gut, dann werden wir den zerlegen. Schortendicht. Schmelztorblättchen ist ordentlich immer gut. Den nehmen wir hier nochmal. Ja, gut, die werde ich jetzt mal benutzen. Gut, den nehmen wir auch mit. Ist hier von Nordrand, der Zombie? Irgendwo hier in der Nähe ist er. Keine Ahnung genau wo. Da. Ah, warte mal. Ich brauche meine Kugel noch, bevor ich sie jetzt hier alle verschieße. Das machen wir so. So. Schön besser. Und hier muss ich sie so jetzt. Da kommt ja gleich so viel raus und wahrscheinlich auch grüne und so viel Muni haben wir nicht mehr. Ein paar Sicherheitsmaßnahmen ergreifen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ein paar klitzekleine. So kommen sie zumindest nicht ganz so schnell durch. Das wahrscheinlich ich auch nicht mehr, ne? Kriege ich die von hier erwischt, sodass sie aufwachen? Nee, ne? Verdammt. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Aber ich bin auch so ein Schaf. Ich bin echt so ein Schaf, das... Kannst du kaum erzählen. Warte mal. Damit hier ich den schnell wieder hinkriege. Das nur sie? Tatsächlich. Sollten auch alle runterkommen. Jetzt kommt noch Moody dazu. Ach, wo ist denn der Rest? Da sind aber ein paar mehr, das weiß ich. Der Rest will wohl nicht, wa? Okay, jetzt kommt der Rest. Moody, Mensch, geh doch mal weg hier. Ich konnte auch kein Frame hinstellen, Mensch. Es liegt dir hier mitten im Weg. Abflug!
Mutti. Mach sie zu, dass du hier wegkommst, wollte ich gerade sagen. So, endlich. Jetzt sind sie endlich mal wach. Sehr schön. Hallo, mein Freund. Ja, nur der Soldat, ne? Sommer. Die kommen sonst immer alle auf einmal. Was ist denn da los heute? Das ist doch nicht mehr feuerlich hier, du. Die wollen mich echt ärgern, du. Guck mal, da sind die zwei. Da sind die zwei, grün. Und bewegt euren Hintern ab und ab. Genau. Jetzt kommt endlich mal der Rest. Ein Spinni, okay. Ein grünes Spinni, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Gut, aber lieber so, als hier drauf zu gehen. Sehr schön, jetzt haben wir, glaube ich, ja, Quiz ist fertig, jetzt haben wir alle. Naja, den kann man ja zumindest noch verkaufen. Aber diesmal wollten sie mich ärgern. Normalerweise kommen die alle auf einmal hier. So, den gucken wir hier nochmal in die Bücher. Na, sieh mal an. Bauplan. Das lehnen wir gleich nochmal. Sehr schön, sehr schön. Den Dorn nochmal. Na gut, das kann ich zerlegen. Vielleicht nochmal ein paar Bücher. Ja. Hutspitzengeschosse, lerne wie 27 Meter Hutspitzengeschosse gefertigt gewählt. Sehr schön. Immer noch nicht voll? Okay, MP5-Bauplan. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Den fehlt ordentlich nur noch. Da war auch nichts mehr unter, ne? Nein. Die Kiste hier. Da nehmen wir den guten Bohrer. Die gehört da hin. Ah, ich muss gleich sowieso, denke ich mal, ein bisschen umfunktionieren hier. Um hier alles mitkriegen zu können. Könnte schwierig werden. Aber das werden wir gleich sehen. Was überhaupt drin ist. Ich denke mal, hier kommt jetzt eh gleich eine Schreierin um die Ecke. Dort kennen wir ja auch schon. Okay, warte mal. Erstmal die Muni. Die kommt auf jeden Fall mit. Ich habe sogar mehr Muni als vorher jetzt. Nice. Den würde ich gerne mitnehmen. Der kann weg. Die kann weg. Der kann weg. Okay, warte mal. Die muss ich Leute alles trinken? Ich habe ja eh Gläser einstecken, oder? Nein. Habe ich nicht. Okay. Das ist jetzt doof. Hier Nitrat brauche ich nicht. Oh Mann. Dich werde ich schweren Herzens zerlegen müssen. Ich will das Glas wieder haben. Geht immer noch nicht. Kommt jetzt das Leder her, Mensch. So. Los nochmal. Das kriege ich schon irgendwie alles mit. Dann so ein paar Kleinigkeiten, die jetzt momentan nicht ganz so wichtig sind. So, die gehören wieder nach unten. Die gehören wieder dorthin. Den mal gucken. Auf jeden Fall. Kommt die denn jetzt mit? Es sind noch drei Teile, die mit müssen. Stoff habe ich so viel zu Hause, dass das erstmal hier bleiben kann. Obwohl, der eine kann eigentlich auch hier bleiben, aber die 14 müssen mit und die Muni muss mit, auf jeden Fall. Schraubenfedern werde ich jetzt ausnahmsweise auch mal zerlegen. Die haben wir ja ein paar Stück von. Dann passt das doch. Den brauchst du doch. Gut, den erstmal hier raus aus der guten Stubi. Wunderbar, wunderbar. Ah gut, wir könnten jetzt... Ja, ich gehe hier raus.
Konnte ich hier nochmal rumgucken, ob ich irgendwas verpasst habe oder so. Sieht aber nicht danach aus, oder? Aber von hier komme ich gut zum Haupteingang. Sehr schön. Ja, ist ja eh leicht demoliert. Naja, hier ist ja auch schon ein Loch. Keine Ahnung, was das da vorne ist. Brauchst du noch was rein? Oh, ein bisschen, ne? Ein bisschen. Gut. Wir sind eh voll. Den vorher erstmal Richtung nach Hause wohl abgeben können wir ja im Moment nicht. Da ist Funksnuggel nicht. Wir sind mitten in der Nacht. Müssen ein bisschen warten, aber bis ich ausgeladen habe, dann kann man auch gleich mal wieder ein bisschen was verkaufen. Kann man ja, glaube ich, alles mitnehmen. Also bevor der erstmal am Ende, wir sehen uns dann morgen zu Hause wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.